Ja, ich begrüße ganz herzlich die Regisseurin Cornelia Grünberg. Herzlich willkommen, Frau Grünberg. Sie drehen normalerweise Spielfilme, waren schon mal mit einem Spielfilm, soweit ich weiß, bei der Berlinale und waren jetzt bei der Berlinale 2011 mit einem Dokumentarfilm 14. Was für ein Film ist 14? Also 2012. Oh, sorry, 2012, klar. Ja, also 14 ist ein Dokumentarfilm über vier junge Frauen, die mit 14 schwanger geworden sind und sich dann entschieden haben, die Babys zu bekommen. Die habe ich über 2 Jahre begleitet. Ja, und dann ist dieser Film entstanden. Wie kommt man auf die Idee, so einen Film zu machen? Es war auch eine lange Reise. Ich habe 2003 den Roman gelesen, Rückwärts ist kein Weg, von Jana Frey. Da geht es um ein Mädchen, was sich mit 14 verliebt und auch Sex hat und auch direkt beim ersten Mal schwanger wird. Den habe ich gelesen. Der hat mich sehr, sehr berührt, weil er hat mich an meine eigene junge Mutterschaft erinnert. Und ganz viel, was das Mädchen erlebt hat, ich war älter ein bisschen, aber habe ich genauso erlebt. Und das war sozusagen mein Buch und ich wollte diesen Roman unbedingt verfilmen. Habe ein Treatment geschrieben, Drehbuch geschrieben und dann Produktionen und Sender gesucht. Es war ganz schwierig, das Thema war 2003 komplett abwegig. Hat sich niemand für interessiert und ich habe trotzdem nicht aufgegeben, also immer weiter gesucht und dann habe ich auch eine Produktion gefunden, die bereit war, also auch Geld zu investieren und habe eine Protagonistin gesucht und habe Kontakt aufgenommen zu den ganzen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, unter anderem auch zu Sarah Schlimme, die heute hier auch da ist. Vom SKF in Fulda. Genau. Also habe dieses Projekt vorgestellt und mit der Bitte, das an Mädchen heranzutragen, die also entweder schon junge Mutter sind oder eben schwanger sind. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, auch den Spielfilm mit einer Jungschauspielerin zu drehen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Ja, und die Frauen haben dann Mädchen auch gefragt, ob die Interesse hätten an dem Projekt und die mit mir zusammengebracht. Und ich habe dann kleine Interviews gedreht mit einer Mini-DV-Kamera, habe die dann wiederum zusammengeschnitten zum Kurzfilm und habe das an die Mädchen geschickt. Und die Mädchen haben dann gesagt, das Schönste daran ist zu sehen, dass ich nicht alleine bin. Das gab mir sehr zu denken und ich habe gedacht, ich werde diesem Thema sehr viel gerechter, wenn ich einen Dokumentarfilm draus mache, in dem mehrere Mädchen zu Wort kommen und wo das nicht so wieder ein Schicksal ist. Und an dieser Stelle schlage ich vor, gucken wir einfach mal für einen kurzen Augenblick in 14 hinein. Der Film ist noch nicht in den Kinos, kommt im Mai und wir schauen jetzt trotzdem mal für einen Augenblick hinein. Meine Tage, die kamen 2 Monate nicht. Und da habe ich gedacht, das ist nicht schlimm, weil die davor auch 2 Monate immer nicht kamen. Und dann waren es aber schon 3. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, kann das sein, dass ich schwanger bin? Und der gemeint, nee. Das ist nicht so. Und dann war ich schon fast im 4. Monat. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, er soll mir einen Test kaufen. Und dann haben wir einen Test gemacht und dann war der positiv. Dann habe ich geweint. Du hast danach aufgelegt gehabt und hast gesagt, du musst jetzt mal einen klaren Kopf kriegen. Ich glaube, das war das Schlimmste. Ich musste erst mal kurz Abstand nehmen, wirklich mal auflegen, um erst mal das zu realisieren, was die mir gerade gesagt hat. Ich meine, das ist ja nicht das alle Tag, dass ich hier... Also ich habe gedacht, er kommt nie wieder. Und also dann halt aufgelegt hat und gesagt hat, er muss erst mal einen klaren Kopf kriegen. Und so war halt für mich erst der Moment abtreiben. Das war ein ganz schlimmes Gefühl. Das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Weil eigentlich freust du dich und... Aber die alle, die nehmen dir die Freude weg und das ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Das ist ganz schlimm. Ja. Ich hatte ja schon einen Termin, um abzutreiben. Ich weiß nicht, in dem Moment, in dem der Termin passiert ist, da habe ich einfach meine Kraft verloren in dem Moment. Dass die Leute in mich eingeredet haben, mach's weg, mach's weg, mach's weg. Und mein Freund sowieso. Und da hat mich einfach meine Kraft verlassen. Und da habe ich den Termin gemacht und dann habe ich erst überlegt, ich habe gerade einen Termin gemacht, dass ich mein Kind hergib. Und
Das war alles Schlimmste. Und dann habe ich ja überlegt, man kriegt ja dann Tabletten, dass es sich auflöst und so. Da habe ich überlegt und dann war mir klar, dass ich es auf jeden Fall behalte. Da habe ich den Termin wieder abgesagt. Und jetzt wissen die anderen, dass ich schon mal Sex hatte. Also das war für sie auch ein Thema. Tja. Aber das war in 3-4 Tagen war es, wusste es dann ganz Marburg. Also dann war es gegessen. Frau Grünberg, als Sie diese Zusammenarbeit mit den Mädchen begonnen haben, Sie haben eben gesagt, Sie haben die dann über eine ganze Zeit begleitet. Was war eigentlich das Überraschendste für Sie, was Sie so in dieser Zusammenarbeit dann festgestellt haben? Das Überraschendste? Ich weiß nicht. Es war irgendwie alles so normal. Also wir haben, also es war, ist mein erster eigener Dokumentarfilm. Also ich war natürlich mächtig aufgeregt, es war kein großes Team da, den ich sagen konnte, mach dies und mach das. Ich musste alles selber machen mit meinem Kameramann und meinem Tonmann. Also wir waren nur zu dritt. Das war völlig außergewöhnlich für mich, das kannte ich gar nicht. Und auch, dass ich sozusagen, naja, es war alles wirklich. Es waren ja keine Schauspieler, es war keine ausgedachte Geschichte, sondern es waren wirkliche Menschen und ihre wirklichen Schicksale. Und ich bin sozusagen in ihr Leben gegangen. Und das war überraschend, ja, aber auch also schwer. Also ich habe zum Beispiel in der ersten Zeit gedacht, ich brauche psychologische Betreuung, um das auszuhalten. Also, weil ich war auf einmal, wir kannten uns ja vorher gar nicht, und ich war auf einmal tief in ihnen drin und in ihrem Leben und in der Familienstruktur. Und das war mir vorher nicht so bewusst, weil ich kannte das ja nicht vom Spielfilm. Das war sehr überraschend, ja. Gab es besonders schöne Erfahrungen? Ja, ohne Ende. Also jeder Drehtag war eine neue schöne Erfahrung. So mit den Mädchen zu sein, wie sie sich entwickelt haben in der Zeit. Dann auch als die Kinder kamen, die Babys da waren, wie die sich dann entwickelt haben. Also jeder Tag, jeder Drehtag war eigentlich ein Geschenk. Sie zeigen in dem Film auch eine Geburt. Sie durften also auch bei mehreren Geburten dabei sein. Ja. Mhm. Warum ist im Film nur eine zu sehen? Klar, praktische Gründe. Ne? Naja, bei den anderen beiden wurden wir dann doch wieder vor die Tür gestellt. Also wir wollten bei Steffi auch dabei sein, hier im Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda. War auch alles vorbereitet und gut besprochen und so weiter. Aber die Hebamme, die Dienst hatte, hat uns quasi weggeschickt. Also die hat gesagt, geht mal schlafen und es kommt noch nicht das Kind. Und dann kam es doch und hat uns nicht angerufen. Und bei Lisa in Marburg, wir waren auch da vor der Tür und es ist quasi die Geburt als Hörspiel da, aber Lisa wollte dann, als das Kind kam, nicht, dass wir dabei sind. Und wir durften dann rein, als es dann da war. Aber es war dann auch in Ordnung und bei Laura durften wir dabei sein die ganze Zeit. Und das ist dann auch im Film zu sehen, die genau. Geburt von Lauras Kind. Genau. Ich habe eben nach guten Erfahrungen gefragt, haben Sie auch besonders negative Erfahrungen gemacht, negative Erlebnisse gehabt im Verlauf dieser Dreharbeiten? Negativ, also höchstens so erschütternde, so das ja. Also als das Kind dann von Fabienne kam, Valentin, hat eine offene Bauchdecke und wir waren dann auch zur OP da, als der Bauch aufgeschnitten wurde, damit der Darm reinrutschen kann und das war natürlich sehr heftig, ja. Aber es würde ich jetzt nicht als negativ bezeichnen, sondern als für mich, ich bin ja kein Arzt, erlebe sowas ja nicht, war das eine krasse Erfahrung, ja. Sie haben wahrscheinlich auch beobachten können, wie sich das Umfeld von 14-jährigen Mädchen verhält, wenn es da plötzlich heißt, Kinder kriegen jetzt Kinder. Wie hat sich denn das Umfeld verhalten? Sehr unterschiedlich wahrscheinlich. Ja, sehr unterschiedlich. Also die Mädchen sind auch unterschiedlich umgegangen damit, beziehungsweise ihr Umfeld ist auch schon unterschiedlich damit umgegangen. Also es gab Lehrer, die zum Beispiel Laura den Raum gegeben haben, selber das anzusprechen vor der Klasse und die hat es dann auch ganz offen gemacht. Die hat gesagt, damit es keine Gerüchte gibt, fragt mich, ich bin schwanger, ich kriege mein Kind und wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann kommt zu mir. Und es gibt andere Lehrer, gab andere Lehrer, die haben den Mädchen gar nicht den Raum gegeben dafür. Dann kochte dann natürlich die Gerüchteküche und das war sehr unangenehm für die Mädchen.
Ja, und bis dahin, dass ich dann auch Freundin von Fabienne zum Beispiel, die lange im Krankenhaus liegen musste zum Schluss der Schwangerschaft hin, regelrecht, also sie haben sich einfach nicht mehr blicken lassen. Die haben am Anfang gesagt, ja, wir unterstützen dich und wir machen dann eine Babyparty und mit Geschenken und allem. Und dann war niemand mehr da. Es gab auch niemanden, der sie im Krankenhaus besucht hat von ihren Freundinnen. Und das war für sie sehr heftig, ja. Wie gehen Sie denn als Regisseurin damit um? Sie haben eben gesagt, Sie sind da so, ich glaube, ich habe so richtig gehört, in das Leben dieser Mädchen also dann hineingekommen. Leiden Sie dann mit? Ja, ja. Also ich bin ja kein gelernter Dokumentarfilmer, ich bin auch kein Journalist. So, also ich habe diesen Schutzmantel nicht, den die sich oft aufbauen, sondern das war alles ja eben sehr wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe. Und ich habe auch den guten Zugang zu den Mädchen gefunden, glaube ich, weil ich ihnen auch meine Geschichte erzählt habe. Also wir haben immer auf Augenhöhe kommuniziert. Ich habe mich nie über sie gestellt und habe auch nie Fragen gestellt, so ja, von oben herab. Sondern das war immer ein Gespräch unter Frauen eigentlich. Frauen unterschiedlichen Alters. Ich hatte sie im Vorgespräch hatte ich sie gefragt, ob sie meinen, dass sie so irgendwo so die Patentante vielleicht dann geworden sind. Und sie haben mal gesagt, nee, vielleicht eher die Oma oder so. Wie ist Ihre Beziehung zu den Mädchen? Wie ist Ihre Beziehung zu den Kindern, die Sie also ja nun auf diese Art und Weise wirklich länger begleitet haben? Ja, also die Kinder haben, als sie dann reden konnten, wirklich Oma zu mir auch gesagt. Und aber dann später war dann klar, wir sind das Filmteam. Wir sind auch schon älter jetzt. Und zu den Mädchen eine sehr freundschaftliche, also eigentlich eher so wie die beste Freundin. Also da spüre ich, also so, die fragen mich halt um Rat, die erzählen mir auch Sachen, die sie sonst niemandem erzählt haben. Am Telefon, jetzt nicht im Film, dann wäre es ja da, aber so, das ist eine sehr intime Beziehung geworden, ja. Sie haben eben bewusst, ich habe Sie nicht dazu aufgefordert, Sie haben es gemacht, also Sarah Schlimm und den SKF erwähnt. Der SKF spielt für Sie und diese Arbeit schon eine wesentliche Rolle. Eine ganz große, es wäre ohne den SKF und die anderen Beratungsstellen, die es ja gibt, undenkbar gewesen. Also hätte ich nicht diese große Unterstützung erfahren und eben ganz besonders vom SKF, hätte ich den Film gar nicht machen können, weil ich kann gar nicht in Kontakt treten zu minderjährigen Schwangeren. Die Beraterinnen unterliegen alle der Schweigepflicht und sie mussten mir sozusagen helfen, dass ich in Kontakt treten kann mit den Mädchen. Das haben sie auch getan. Das hat sicher nicht jede Beraterin gemacht, weil das war ja, also ich denke, es ist eine unglaublich schwere Situation gewesen für die Beraterin. Da kommen eben junge Frauen, die sind in einer Krisensituation und für die ist eigentlich, zerbricht die Welt, das Leben, die denken, das Leben ist zu Ende und jetzt geht gar nichts mehr. Und dann müssen die Beraterinnen ja das auffangen, entsprechend beraten und dann auch noch sagen, da ist jemand, der will über euch einen Film machen. Also es ist eine ganz heikle Situation. Und aber einige haben sich das eben gewagt, wie Sarah Schlimme zum Beispiel, und haben eben den Kontakt hergestellt, ja. Jetzt ist der Film fertig. Ich habe eben gesagt, Ende Mai, ich glaube am 23. Mai kommt er endlich in die Kinos. Mhm. Hat lange gedauert. Im Augenblick machen Sie aber auch etwas. Sie gehen, wenn Sie angefragt werden, auch in Schulen hinein, machen dort Veranstaltungen. Wie sieht so eine Veranstaltung aus? Also ganz verschieden, kommt immer auf den Rahmen drauf an. Also eine sehr interessante Veranstaltung gab es in Kassel vor kurzem. Das war 14, glaube ich, der Höhepunkt oder das Ende einer Woche, wo es eben um Sexualität ging. Eine Projektwoche und da wurde 14 eben eingeladen und ich bin dann gekommen. Also die Schüler haben den Film gesehen und wir konnten anschließend lange darüber sprechen und ich bin dann auch noch in die Klassen gegangen und dann gab es noch so intensivere Gespräche. So kann es aussehen. Ja, eigentlich das ist das Spannendste bisher gewesen, weil der Film ist noch nicht raus. Also der kommt jetzt in die Kinos, der läuft dann da auch regulär im Programm. Sofern denn die Kinos, die Ketten den holen, da habe ich keinen Einfluss drauf. Da haben Sie wahrscheinlich mehr Einfluss drauf, indem Sie anrufen und sagen, wir wollen den Film sehen. Dann holt der Kinobesitzer den vielleicht. Aber dann, anschließend kommt er in die Schulkinowochen und dann gibt es auch richtig Veranstaltungen. Dann fahre ich da auch hin und rede
Mit den Schülern. Mhm. Wobei man vielleicht mal an dieser Stelle, ich weiß, das ist Ihnen jetzt nicht ganz so recht, ich mache das jetzt trotzdem, Frau Grünberg, an dieser Stelle einfach mal sagen muss, das ist jetzt keine Werbetour für Sie, die Sie hier machen. Und wenn der Film also jetzt unheimlich viel gezeigt wird, geht das nicht in Ihr Portemonnaie? Na, es ist schon, also ich versuche natürlich überall Werbung zu machen für ja, den Film, aber ganz klar, aber ich Geld. Verdiene nichts. Genau. Nein, nein, das nicht. Ich habe ja keine Rechte dran. Also es verdient der Verleih und die Produktion. Daran, genau, ja. Also Sie sind im Grunde genommen außen vor. Und Sie sind auch heute mehr oder weniger ehrenamtlich also hier und nicht etwa, um Ihren Film zu promoten, damit Sie mehr Geld verdienen. Muss einfach, glaube ich, mal an dieser ja. Stelle gesagt werden. Ist ja, so. Aber der Film ist ja eine Herzensangelegenheit. Also es ist der persönlichste Film, den ich in meinem gesamten Filmschaffen bisher gemacht habe. Also von daher ist es, das ist auch nicht mit Geld aufzuwiegen, das Ganze. Aber es ist natürlich mein Beruf, ich muss ja auch irgendwie davon leben, aber jetzt, dass er eben im Kino läuft, davon habe ich nichts, aber ich möchte natürlich, dass so viel wie möglich Menschen den sehen, ganz klar. Wie sind denn die bisherigen Reaktionen auf den Film? Welche Rückmeldungen bekommen Sie? Überraschend positiv, also und vor allen Dingen, also das Positive ist, dass es eine große Alters-, also es erreicht Jugendliche, für die habe ich den Film gemacht. Also ich hätte ihn auch episch erzählen können oder Arthouse-mäßig, das habe ich alles nicht gewollt. Ich habe ihn so gemacht, wie ich ihn gemacht habe, um junge Menschen zu erreichen, präventiv vielleicht, und sie auch zum Nachdenken anzuregen, Nachdenken darüber, wie gehe ich mit meiner jungen, erwachenden Sexualität um, wie gehe ich mit Verantwortung um, Verantwortung über mein Leben, über Leben, was entstehen könnte und so weiter und so weiter, wirft der Film, glaube ich, ganz viele Fragen auf bei den Jugendlichen, und ich spüre halt in den Schulveranstaltungen, dass es auch bei Jungen wirklich was zum Nachdenken gibt. Viele sagen, also Jungs sagen zum Beispiel, zum ersten Mal erfahre ich wirklich was über Mädchen, was in ihnen ist und was sie auch durchmachen müssen. Und sie spüren zum ersten Mal, also sie bekommen ein Gefühl für Verliebtsein, für Sexualität, für Verhütung. Sonst war es bis dahin ist es abstrakt. Also es wurde ja schon im Kindergarten aufgeklärt und dann ja regelmäßig in den Schulen. Aber es bleibt überraschenderweise für mich dann auch ein völlig, also am Anfang war es sehr überraschend, ganz, ganz abstraktes Thema. Es bringen Sie nicht mit den Gefühlen überein. Und wenn Sie den Film gesehen haben, sagen Sie, also jetzt, also ja, ich spüre was. Also ich kann das nachvollziehen, was passiert oder passieren kann. Mhm. Gab es auch Leute, die gesagt haben, nee, so ist nicht das wahre Leben, oder sie beschönigen oder irgendwie solche Dinge? Also ich habe eine, jetzt nicht im Gespräch, gar nicht, also ach so, weil ich wollte es noch weiter sagen, ja. Funktioniert nicht nur bei Jugendlichen, sondern in allen Altersstufen bis über 80. Es gab eine Veranstaltung, der lief auf vielen Festivals, und auf einem Festival war mein ehemaliger Direktor von der Hochschule, an der ich studiert habe, da, Reinhard Hauff, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, der Regisseur von Stammheim, also ein sehr, sehr politischer Regisseur war er. Und der war immer sehr kritisch mit uns Studenten und wenig gefühlvoll. Und ja, und der war eben in der Vorstellung von 14, und er war sehr bewegt und er musste auch weinen und hat mich sehr gelobt dafür, auch wie er aufgebaut ist und geschnitten ist und so weiter. Und das hat mich sehr gefreut. Also er funktioniert in allen Altersstufen. Und wie war ja nochmal Ihre andere Frage? Gibt es auch Negativreaktionen? Also mir gegenüber nicht. Und ich habe aber, es gab jetzt Pressevorführungen, und da habe ich von Journalisten das gelesen, ich war ja nicht dabei, dass es einer sagte, man würde dem Film ansehen, dass er für Jugendliche gemacht ist. Dass sie, ja, kann ich nur sagen, ja, das habe ich ja so gewollt, wurde aber negativ bewertet. Und es gab, da habe ich mich gewundert, von Schwangerschaftskonfliktberaterinnen, die ich auch eben eingeladen habe zur Pressevorführung in Berlin, und zwar nur in Berlin, die Negativkritik, dass der Film beschönigt. Alle anderen Schwangerschaftskonfliktberaterinnen in den Städten, wo der Film in der Pressevorführung lief, die gekommen sind, haben das Gegenteil gesagt. Also ich habe ihn ganz gesehen, ja. Ich bin 55 Jahre und sage Ihnen, er hat mich sehr bewegt. Das ist das eine, also nicht nur für Jugendliche, kann ich ganz klar unterstreichen. Und ich glaube persönlich, Sie haben nicht beschönigt, sondern Sie haben einfach auf eine sehr schöne, sehr einfühlsame Art und Weise hier eine Situation gezeigt. Und dass das so funktioniert hat, hat ja auch Auswirkungen. Das ist der Film 14. Sie haben aber mittlerweile
den Film 18, ich glaube sogar schon fertig gedreht? Ja, abgedreht, ja. Mhm. Also das können wir, glaube ich, hier an dieser Stelle erzählen. Es wird einen Film 18 geben. Um was geht's in dem Film 18? Man kann es sich fast denken, aber wenn Sie es erzählen, ist es schöner. Ja, also ich drehe weiter mit den Mädchen und mit ihren Kindern. Und also das entstand eben während der Dreharbeiten und des Schnitts an 14. War mir aber eigentlich auch klar, dass die Probleme halt größer werden. Sie werden 18, das Sorgerecht geht über an die jungen Mütter. Bis dahin hatte das Jugendamt das Sorgerecht oder die Eltern. Und sie sind mit 18 dann wirklich in der Verantwortung. Also sie waren natürlich bis dahin da für ihre Kinder. Kein Mädchen hat es zur Adoption freigegeben oder ähnliche Konstellationen. Aber mit 18 ist es anders. Sie müssen eine Berufsausbildung machen oder Laura muss das Abitur fertig machen. Sie haben eine eigene Wohnung. Die Väter haben sich alle verabschiedet. Sie sind alleine verantwortlich für die Kinder und die Probleme gehen jetzt eigentlich erst richtig los. Und das fand ich eben das Spannende. Und wir sind auch so nah zusammengewachsen, es war fast unmöglich, dass wir gesagt hätten, okay, jetzt, ja, wir können uns alle immer mal treffen und wir können auch immer telefonieren, aber jetzt mache ich was anderes. Das war auf einmal nicht mehr vorstellbar. Also ich wollte unbedingt weitermachen, die Mädchen wollten auch unbedingt weitermachen. Und der Plan ist auch, eine Trilogie daraus zu machen. Es soll auch 28 geben. Ich will so lange drehen, bis die Kinder so alt sind, wie ihre Mütter waren, als sie schwanger geworden sind, also 14. Und die, das ist ganz spannend. Es gibt ja mehrere Langzeitbeobachtungen in verschiedenen Konstellationen, international auch. BBC dreht... Michael Apton dreht mit einer Gruppe, die seit ihrem 7. Lebensjahr, die sind jetzt im 53. Lebensjahr, der dreht alle 7 Jahre. Auch spannend. Was ich an unserem Projekt so spannend finde, ist eben 2 Generationen gleichzeitig zu beobachten, die auch relativ nah aneinander sind, also eben von 0 an die Kinder und von 14 an die Mädchen. Und ja, ich denke auch, dass in den nächsten 10 Jahren werden auch große gesellschaftliche Veränderungen vor sich gehen. Und wir haben sozusagen die Mädchen und ihre Kinder vor der gesellschaftlichen Veränderung. Die wird wie ein Spiegel sein, weil sie sind ja darin, sie müssen Beruf finden, sie müssen ihre kleine Familie ernähren und so weiter. Und wir werden sehen, ob ihnen das gelingt, wie sehr sie auch Unterstützung bekommen oder eben auch nicht. Das kann ich jetzt ja alles noch nicht sehen. Und das finde ich ist eine große Herausforderung und auch ein großes Geschenk für mich als Filmemacherin. Stichwort Unterstützung. Ich würde gerne an einer Stelle da nochmal ganz persönlich werden. Und zwar hat, darf ich das jetzt sagen, Oma Cornelia dann also bei Laura und ihrem Kind ganz kräftig geholfen. Laura ist nämlich, während sie also dabei war, ihr Abitur zu bauen, dann plötzlich Geld vom Amt entzogen worden. Da sind sie aktiv geworden. Ja, nee, Geld nicht, nein. Sondern also das ist ja genau Unterstützung. Also Laura hat es besonders hart getroffen. Das denkt man erst gar nicht, wenn man 14 zu Ende gesehen hat. Ich möchte auch nicht so viel verraten jetzt. Ich wünsche mir auch, dass sie dann in 18 gehen und neugierig darauf sind. Aber Laura hat die größten Herausforderungen und ja, das Jugendamt hat ihr in dem Moment in ihrem Leben, wo sie eigentlich gesagt hat, am liebsten würde ich mich einweisen lassen in eine Psychiatrie, weil sie jetzt alles nicht mehr gepackt hat, hat das Jugendamt ihr die Familienhilfe weggenommen. Er hat gesagt, ach, du schaffst, du hast eine eigene Wohnung, du gehst zur Schule, du machst doch dein Abitur, du brauchst doch niemanden. Aber psychisch war sie völlig am Ende. Sie musste auch eine Mutter-Kind-Kur machen. Das hat ihr sehr geholfen. Aber das Jugendamt hat ihr die Hilfe gestrichen und das, obwohl sie so im Umzug war, sie hat sich also getrennt vom Freund und musste in eine andere Wohnung und dann haben die gesagt, ja, du schaffst es. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, das würde ich gerne drehen, wie sie ihr das sagen. Und das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass sie neue Formulare geschickt bekommen hat und eine Familienhilfe wieder beantragen konnte. Ja, aber das war das einzige Mal, weil das war wirklich das Krasseste. Und die anderen haben auch die Mädchen weiter bis zum heutigen Tag sehr unterstützt. Also auch da Frau Schlümme wieder vielen Dank mit ihren Mitarbeiterinnen.
der Steffi unter die Arme zu greifen. Nur bei Laura war das das Einzige, wo ich das so heftig erlebt habe. Ich durfte auch bis zum heutigen Tag nicht im Jugendamt drehen. Also das ist auch eine Kritik zum Beispiel von den Beraterinnen, dass sie sagen, ja, die Hilfen kommen ja gar nicht in dem Film so zur Geltung. Ich kann nur sagen, ich wollte mehrfach drehen im Jugendamt, ich durfte es nicht. Ich durfte jetzt bei Laura bei der AWO drehen. Ich hätte gerne mit Frau Schlümme gedreht, wie sie bei Steffi war, aber das waren wir nicht abgesprochen. Sie war dann überraschend da. Ja, ich durfte einfach nicht. So, Punkt. Kann ich nichts machen. Aber was wir dürfen, liebe Frau Grünberg, ist, wir dürfen in den Film 14 gehen. Wir dürfen uns jetzt schon auf den Film 18 freuen und auch auf 28 freuen. Und ich darf Ihnen herzlichen Dank dafür sagen, dass Sie heute hier bei uns sind und natürlich Ihnen auch unser kleines Dankeschön überreichen. Ja. Vielen Dank, Frau Grünberg. Danke, danke. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen, dass Sie gut heimkommen, dass Sie noch ein bisschen über Menschen, Themen und Standpunkte nachdenken. Und wenn Sie mögen, seien Sie wieder dabei, wenn es hier beim nächsten Mal heißt Talk am Dom. Dankeschön und auf Wiedersehen.